Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute zieht der AO-Broker ins Wohnmobil. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Alles weitere folgt wie immer nach dem Intro. Was ist der AO-Broker? Der AO-Broker ist ein System, das verschiedene Smart-Home-Systeme zusammenfügen kann. Einfach erklärt. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Man installiert den IO-Broker in einem Docker, kann es aber auch so auf die Raspberry Pi installieren. Ich würde den 4er empfehlen, mindestens mit 4 GB, wenn man eine Visualisierung dabei packen will. Das braucht das System einfach schon, um es einfach flüssig zum Laufen zu bringen. Ich habe es auf den Raspberry Pi 4 mit 4 GB installiert, mit 32 GB SD-Karte. Den habe ich auch unten in den Links gepackt, damit ihr den ohne suchen, bestellen könnt. Was macht man zuerst? Naja, man geht auf iobroker.net und lädt sich dort die Seite, das System runter. Dann installiert man das Ganze mit dem Balliner Edger und schon baut sich danach, wenn man den Raspberry Pi anschließt, einen Webserver auf. Der ist erstmal komplett nackig. Dann kann man verschiedene Adapter installieren. Man muss natürlich den passenden Adapter für sich raussuchen. Zum Beispiel, wenn man ein Akara-System hat, dann muss man das Zigbee raussuchen, damit man dann die Sensoren oder Aktoren denn abfragen kann. Oder wie zum Beispiel ich jetzt mit meinem Servo GX beziehungsweise mit meinem Raspberry Pi mit dem Venus-System, wo ich meine Daten mit abfrage, da kann ich dann im Prinzip den Modbus und dann muss ich nur wissen, welche Kanäle ich nutze, damit ich denn die Daten, die ich haben will, importieren kann. Das heißt, im Kurztext, man muss sich das System erstmal konfigurieren, damit man dann irgendwann daraus was lesen kann. Bei mir hat das Ganze circa, also der Adapter, das war relativ zügig, aber mit der Visualisierung hat das ungefähr jetzt ein Vierteljahr gedauert. Ne? Aber ich muss dazu sagen, ich habe nicht jeden Tag dran gearbeitet. Ne? Also wenn ich vielleicht viel dran gearbeitet habe, waren es 40 Stunden ungefähr. Ne? Aber ich will gar nicht mehr so viel darüber zu erzählen, also ohne dir was zu zeigen natürlich. Deswegen werde ich jetzt umschwenken auf meine Bildschirmkamera und wünsche dir viel Spaß beim weiteren Folgen. Ja, ich habe jetzt schon mal meinen IO-Broker aufgerufen. Den erreicht man im Prinzip über die IP-Adresse .8081. Das ist so, immer so der Standard, den man hat. Und dann sieht man erstmal das, beziehungsweise man sieht den Admin und ich glaube noch den Info hier. Ansonsten die Visualisierung muss man noch als Adapter hinzufügen. Den Energiefluss kann man als Adapter hinzufügen, genauso wie die FIS Runtime. Wie ich einen Adapter installiere, ist auch relativ einfach. Ich gehe auf Adapter. Das Internet ist nicht so schnell, deswegen dauert das 1-2 Sekunden. Dann kann ich mir hier, also die hellblauen sind erstmal die, die ich installiert habe. Wenn ich weiter runter scrolle, seht ihr die ich nicht installiert habe. Dann geht man einfach hier zum Beispiel drauf auf den Amazon Alexa 2 hier und klickt auf hier Instanz Plus hinzufügen und automatisch wird der Adapter hinzugefügt. Da muss ich natürlich den Adapter einstellen und so weiter und so fort. Wenn das denn durch ist, ist der Adapter erstmal verfügbar für mich und im nächsten Schritt muss ich dann den einstellen, im Prinzip über noch zwei andere Sachen, da brauche ich noch den IoT, also Internet of Things Adapter. Ich werde das jetzt mal abbrechen, weil ich will den gerade gar nicht drauf haben, weil ich auch noch gar keine Alexa im Wohnmobil habe. Wenn man denn die Instanzen installiert hat, so wie ich das mit meinen anderen Sachen gemacht habe und man hat so einen grünen Punkt davor, dann heißt das, dieser Adapter ist gerade am Leben. Das heißt, er ist verbunden mit dem Host, er gibt Lebenszeichen und er ist verbunden mit Gerät oder Dienst. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier so ein, zwei, jetzt hat er doch den Alexa-Adapter schon, den mache ich jetzt mal auf Pause. Also ich habe auch die Möglichkeit, den Adapter zu pausieren. Das habe ich jetzt in dem Fall gemacht. Aufpassen sollte man mit den Admin, den sollte man nicht pausieren, weil sonst kann man nicht mehr aufs System zugreifen, aber alle anderen kann man durchaus auch mal stoppen. Denn mit jedem Adapter kommt natürlich auch ein neues Objekt. Die Objekte sind im Prinzip Datenpunkte, wo ich drauf zugreifen kann oder ich kann auch selbst Datenpunkte erstellen, die ich dann füllen kann mit Leben. Aufzählungen erkläre ich euch jetzt nicht. Protokolle sagt schon aus, da werden Protokolle gespeichert. Benutzer ist auch nicht das Wichtigste. Was noch ganz interessant ist, ist Backup. Da kann ich einstellen, okay, wo will ich das Ganze hinsichern? Ich habe das auf Google Drive, weil ich gesagt habe, naja, es macht ja Sinn, wenn mir das System abschnürt, dass es sich nicht auf der SD-Karte packe, sondern in Google Drive. Denn welche Daten ich gesichert haben will, ob ich nur den IO-Broker oder auch die JavaScripte, Zigbee-Datenbank, Grafana, etc., was man nicht alle einstellen kann. Dann habe ich unter Geräte, kann ich Alias vergeben. Das ist eine ganz interessante Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel Programme habe, Visualisierung und die greifen alle auf deinen Datenpunkt zu. Und dieser Datenpunkt ist verknüpft mit einem Gerät. Dann kann ich sagen, okay, wenn das Gerät
kaputt ist, tausche ich das aus, muss die neuen da muss das neu verknüpfen miteinander und dann funktionieren wieder meine Skripte und auch meine Visualisierung. Naja, und der Rest ist auch selbsterklärend. Zigbee ist der Zigbee-Adapter. Dann habe ich hier verschiedene Skripte. Skripte erstellen ist im Prinzip nichts anderes wie ein Programm, was abläuft. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Wenn ich hier einmal auf Plus drücke, kann ich das als normales Blockly machen oder als JavaScript. Wenn sich jemand auskennt für TypeScript, dann kann er das auch machen. Oder Easy Rules. Das habe ich selber noch nicht verwendet, weil ich verwende meistens Blockly. Das ist grafisch, das sieht man hier. Dann ist das für mich etwas selbsterklärender. Ja, das ist tatsächlich erstmal das, was der I.O. Broker kann. Jetzt habe ich die Visualisierung, will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist meine Visualisierung. Ihr seht, hier sind noch einige Fehler drin. Ist aber nicht dramatisch, weil das sind Views, die ich dann nach und nach erweitern werde. Hier habe ich zum Beispiel die erste View, die man sieht, ist, ich habe einen Wetteradapter mir installiert, gemessen, oder beziehungsweise der sagt, heute wären es Minimum 7 Grad warm und minus 1 Grad kalt. Ne? NAN heißt das, da habe ich noch nicht zugeordnet, das muss ich noch machen. Da habe ich so eine Astro-Funktion hier mir gebastelt. Und hier als Übersicht sieht jetzt der IO-Broker, wenn ich jetzt da draufklicke, komme ich zu einer anderen View, damit ich sehen kann, ob alle, wenn der grün ist, ist das System alles in Ordnung. Blinkt da rot, weiß ich, okay, irgendwas passt nicht mehr. Dann kann ich auf Wetter gehen. Wetter habe ich dann den deutschen Wetterdienst noch, da kann ich dann sehen, okay, welche Warnmeldung kommt vom deutschen Wetterdienst und wie wird der Tag? Das heißt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist aber zurzeit nur vor meiner Heimadresse. Ich möchte das natürlich gerne noch so konfigurieren, dass ich sage, okay, ich bin da an den GPS-Daten und da möchte ich das Wetter für haben. Dann habe ich hier unter System, da würdet ihr jetzt erstmal gleich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das ist nicht oh Gott, oh Gott, oh Gott. Im Prinzip ist es nichts anderes wie ein Dashboard, das ich auf Grafana gemacht habe. Grafana kann Grafiken erzeugen. Man sieht es hier anhand natürlich von Datenpunkten. Ja, also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, zurzeit ist die RAM-Auslastung bei 42,3%. Meine Raspberry ist 22,4 Grad warm und ich habe 160 Prozesse bzw. 169 Prozesse. Die CPU, wie stark die ausgelastet ist und so weiter und so fort. Ja, Durchschnittsladezeiten und. Das habe ich halt für mein System gemacht. Dann habe ich als nächstes die Logs. Da kann ich halt sehen, okay, was war zurzeit heute an Logs? Dann sehe ich, okay, um 10:23 Uhr hat er die Internetverbindung verloren. Dann hat er natürlich auch den Wetterdienst deaktiviert. 2 Minuten später hat er die Verbindung wieder hergestellt. Dann hat er den Wetterdienst auch wieder erstellt. Und hier muss ich mal gucken, ja, ich dachte, IO Broker nicht erstellt und aber doch das Backup erstellt. Dann muss ich mal schauen, was hat er letztendlich wirklich gemacht. Hier kann ich nochmal sehen, welche Warnmeldungen sind vorhanden, beziehungsweise welche Fehlermeldung, nicht Warnmeldung, Fehlermeldung, welche Warnmeldung und welche Infomeldung. Ich kann das Ganze aber auch einmal hier löschen, beziehungsweise kann alle löschen und dann habe ich keine Logs mehr in dem Sinne. Wenn ich jetzt auf den IO Broker gehe, sehe ich, aha, hier gibt es ein Update von den JS-Controller und Alexa blinkt zurzeit, weil ich den deaktiviert habe natürlich. Deswegen blinkt der. Dann habe ich noch hier für Strom, das ist auch ganz interessant. Also ich habe gestern oder beziehungsweise heute 37,2 Milliwattstunden verbraucht. Ne? Das ist schon gigantisch hoch, 32 Milliwattstunden. Hängt natürlich daran, da ich am Landstrom hänge. Ich weiß auch zwar nicht, warum ich jetzt so ein bisschen Strom verbraucht habe, weil normal dürft das gar nicht sehen, aber es ist egal. Dann sehe ich meine Batterie, ich ziehe zurzeit 0 Watt raus und ich habe 100% State of Charge, also ist zu 100% voll. Und hier kann ich sehen, okay, wie viel Watt verbrauche ich mit meinem 12 Volt Verbraucher. Wenn ich den Multiplus irgendwann habe, kann ich auch sehen, was verbrauche ich an 230 Watt, was nehme ich aus dem Netz raus. Wenn ich noch eine Photovoltaikanlage oben drauf packe aufs Dach, dann kann ich sehen, wie viel Strom ich erzeugt habe. Naja, und dann habe ich mir hier zwei Graphen gebaut, beziehungsweise Tabellen mit Graphen, wo ich dann sehe, aha, bezogene Leistung, das heißt, alles, was habe ich verbraucht, was kostet mich das? Ich habe das, multipliziere das mit 80 Cent pro Kilowattstunde. Und hier sage ich, okay, was habe ich an produzierter Energie, die durch Einspeisung etc. ich gemacht habe. Und da rechne ich mit 40 Cent, 47 Cent die Kilowattstunde. So, das ist erstmal das, was ich habe. Dann ist als nächstes geplant hier noch, dass ich die Tankstellen mir auslese und so weiter und so fort. Welche drei, vier Systeme habe ich gebraucht? Also das ist als erstes der IO Broker, als zweites dann InfluxDB, da wo ich die Daten drin speichere. Also das ist nichts anderes wie eine Datenbank, denn der Grafana. Jetzt hast du meine Visualisierung gesehen. Ich habe, wie gesagt, einige Zeit dran gebaut. Wenn du Fragen haben solltest zu meinem System,
Hinterlass es mir in den Kommentaren. Ich versuche dir bestmöglich darauf zu antworten. Und es macht mir immer wieder mega viel Spaß, sowas zu programmieren bzw. sowas zusammenzustellen. Manchmal fehlen mir so ein bisschen die Visualisierungsideen, aber wenn denn erstmal der Flow drin ist, dann läuft's auch halt, wie gesagt. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare rein. Ich antworte euch gerne drauf und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit meinem System und wünsche euch einen schönen Tag bzw. ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut!